Aber kommen wir zu dem eigentlich wesentlichen Thema, das die Märkte umtreibt und das uns alle massiv umtreiben sollte, nämlich das Thema Ukraine. Das hat sich zu einer ganz anderen Entwicklung inzwischen vorangetrieben, als das noch vor 2, 3 Wochen aussah. Da dachte man noch, na gut, da gibt es einfach einen Regierungswechsel in der Ukraine. Hier wird der ehemalige Präsident abgelöst, es wird ein neuer kommen und das Thema wird sich relativ entspannt ablösen. Von wegen, das spitzt sich in einer Situation, in einer Dramatik zu, die man nur mit großer Sorge und Sorgenfalten beobachten kann. Es kommt zu einer Dämonisierung Putins. Hillary Clinton hat ihn schon als Hitler bezeichnet. Putin wird als der Bösewicht dargestellt, der hier wieder völlig wahnsinnig sich in die Achse des Bösen einreiht und hier Dinge tut, die man nicht tut. Was macht Putin eigentlich? Wo ist denn hier, was passiert hier wirklich in der Ukraine? Das muss man sich doch mal in Ruhe anschauen. In der Ukraine kam es ja nicht zu einem Regierungswechsel durch eine Wahl, es kam zu einem Umsturz, zu einem Putsch in der Ukraine. Diese Demonstrationen, der Aufstand in der Ukraine, ganz wesentlich von westlichen Quellen mit unterstützt, von westlichen Geldern mitfinanziert, mitorganisiert. Das zeigen zunehmend die Dokumente, die Informationen, die dazu zutage treten. Also das ist ja nicht mal Putin gewesen, der hier in der Ukraine mit dem Feuer gespielt hat und der hier für Veränderungen gesorgt hat. Es ist auch nicht die gesamte ukrainische Bevölkerung, die sich hier gegen einen einsamen Diktator erhoben hat, sondern es ist ein Teil der ukrainischen Bevölkerung, die sich zumindest einige davon auch noch haben instrumentalisieren lassen. Viele in der Ukraine waren durchaus nicht von dieser Entwicklung positiv angetan, die sich hier abzeichnet, und im Osten des Landes und der Krim schon mal gar nicht. Also von daher erstmal die Frage, wer hat denn in der Ukraine hier angefangen zu zündeln? War das Putin oder war das der Westen, der hier begonnen hat mit der ganzen Nummer? Aber gut, was passiert jetzt in der Ukraine? Was macht Putin denn in der Krim? Was ist denn so böse, was er da tut? Er hat dort einen seiner größten Flottenstützpunkte, der Schwarzmeerflotte. Und durch diese Umstürze und diese unübersichtliche Lage in der Ukraine ist vollkommen unklar, was da unten passiert. Dort liegen Atom-U-Boote, dort liegt ein großer Teil einer Kriegsflotte. Und erstmal, was würden denn die Amerikaner tun in einer ähnlichen Situation? Würden die auch erstmal ihren Stützpunkt sichern und versuchen, diesen Stützpunkt auch zu erhalten und erstmal ihr Kriegsmaterial zu sichern? Das tun die Russen momentan. Dazu kommt, dass die Ukraine eine autonome Region ist. Die gehörte auch mal zu Russland. Das ist inzwischen eine autonome Region. Als sich die Sowjetunion aufgelöst hatte, kam es zu einer Volksabstimmung. Damals war der Großteil der Bevölkerung für eine autonome Republik Krim, und diese Krim wurde dann mit einem Sonderstatus versehen. Die Russen haben die auch nicht illegal besetzt, sondern die Russen zahlen für die Krim einen hohen, fast dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr an Pacht und haben dazu einen Deal, dass die Ukraine das Gas mit 30% Rabatt bekommt, als Kompensation für die Nutzung der Krim. Dieser Vertrag wurde jetzt auf viele Jahrzehnte, ich glaube bis ins Jahr 2047, unlängst erst verlängert. Also es ist keine illegale Besetzung der Krim, sondern sie schützen dort ihre Interessen, die sie dort auch wirtschaftlich mit ganz normalen Verträgen geschlossen haben. Das ist erstmal schwer nachvollziehbar. Was macht der Westen? Wieso regen wir uns so auf über die Krim und dass Putin dort eine Volksabstimmung macht? Nochmal, es ist bisher ohnehin eine autonome Teilrepublik, die Krim. Jetzt machen die eine Abstimmung. Sie haben selbst autonome Rechte, ein autonomes Parlament, und die machen jetzt eine Volksabstimmung. Wollt ihr eher an Russland oder wollt ihr eher an die EU? Solch eine demokratische Abstimmung halten wir für verfassungswidrig, und das darf auf gar keinen Fall stattfinden, weil wir Sorge über den Ausgang haben. Aber dass ein ukrainisches Parlament, das überhaupt nicht gewählt ist, das momentan eine Übergangsregierung ist, von wem eigentlich? Eine Übergangsregierung, die sich selbst ernannt hat, mit Leuten dabei, mit der Svoboda, mit einer rechtsextremen Partei, die, wenn man sich das mal anschaut, was sie da abziehen, die NPD wie einen rechten Mückenschiss aussehen lässt. Und die machen momentan Regierung, und die werden hofiert von unseren Politikern hier in Deutschland als die Helden der Zukunft, weil sie in Anschluss an die NATO fordern. Deshalb mag man sie. Also eine nicht legitimierte Regierung, die sich einfach mal selbst ernannt hat, die einen Putsch gemacht hat, die sich um eine extrem rechtsextreme Partei schart, die wird als legitim eingesetzt, mit der macht man Verhandlungen, mit der schließt man Verträge. Und eine noch immer im Amt befindliche offizielle Regierung in der Krim, die eine Volksabstimmung, eine
reguläre, sorry, man regt sich wirklich über das Thema auf, eine reguläre demokratische Wahl durchführen will, das hält man für illegitim. Was wir hier momentan machen in Europa, das muss man wirklich mal hinterfragen. Und was für eine Gehirnwäsche hier ein Teil unserer Medien hier durchzieht, wie hier plötzlich russische Oligarchen, der Chodorkowski, der früher noch als russischer Oligarch gezeigt wurde, der sich hier auf illegale Weise zu einem riesigen Vermögen bereichert hat, der wird plötzlich zum russischen Unternehmer, zum Kreml-Kritiker, zum Oppositionshelden verklärt. Die Julia Timoschenko, die jetzt hier wieder hofiert wird, die in Deutschland ist, gerade zur Reha ist, als Gasprinzessin bekannt, milliardenschwer, sich damals auf ebenso fragwürdige Weise bereichert hat, die wird jetzt als Heldin der Zukunft bezeichnet und was ich weiß sie alles. Also, was wir hier momentan abziehen, ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Aber am Ende geht es nicht um Demokratie, es geht nicht um Menschenrechte, völliger Blödsinn. Es geht wieder um Gas, es geht um Gasrechte, es geht um mehr US-Gas, das sehen wir heute Morgen in den Medien. Man möchte den Russen den Gashahn zudrehen. Moment mal, wir beziehen das Gas von denen. 35-40% unseres deutschen Gasverbrauchs kommt aus Russland. Und jetzt wollen wir diesen Gashahn zudrehen. Wie blöd muss man denn sein? Ich höre jetzt einfach mal auf zu atmen aus Protest gegen die Regierung. Mal sehen, wie lange die das durchhalten. So muss man sich das vorstellen. Stattdessen überlegt man, ob man nicht mehr US-Gas beziehen könnte. Beispielsweise über Flüssiggas, das man einführt über Tanker. Das wird noch viele Jahre dauern, bis da die Terminals stehen. Oder beispielsweise Gas aus Israel wird diskutiert. Das könnte man ja über eine Pipeline durch Griechenland durchziehen. Hallo, was kommen denn da für Themen zusammen? Oder man könnte Pipelines bauen, die vom Kaspischen Meer aus durch das Schwarze Meer an der Krim vorbei Richtung Europa fahren und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, wir werden dazu noch ein Special machen im Laufe der Tage und dass ich mit diesen Dingen auseinandersetze. Es geht nicht um Menschenrechte, es geht um Gas, es geht um Macht und die Amerikaner spielen mit dem Feuer, aber sie spielen damit in unserem Wald, vor unserer Haustür mit diesem Feuer. Sie sind weit weg, die haben mit den Russen kaum Wirtschaftsbeziehungen. Die deutsche Industrie hängt massiv von den Beziehungen mit Russland ab und hier mit dem Feuer zu spielen, die Gasversorgung Europas zu gefährden. Das alles aus geostrategischem Interesse der Amerikaner, die jetzt Flugzeuge schicken nach Litauen, nach Polen, wo hier plötzlich eine kriegerische Situation im Herzen Europas wieder vor der Haustür steht. Meine Damen und Herren, Ukraine ist hier, das ist das Herz mitten Europas, die sind nicht weit von uns weg. Wir reden hier wirklich von einer Situation, die feuergefährlich ist und die vor unserer Haustür stattfindet, wo es um amerikanische Energie- und Machtinteressen geht und Europa sich auch noch hinstellt und das unterstützt und wir sagen, ja, der Russe, mit dem wir eigentlich bisher ganz gute Geschäfte machen, von dem wir momentan extrem abhängig sind, dem muss man auf die Finger hauen. Warum eigentlich? Wegen der Krim, ganz genau, weil das ist nicht gut, dass sie sich abspalten wollen. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, wir sind so blöd, dass uns die Schweine beißen. Wir lassen uns hier von den Amerikanern in einen Konflikt reinschieben, den wir nicht brauchen, den wir nicht wollen, der uns überhaupt nichts bringt und lass uns doch erzählen, das ist in der Sache des Guten. Wie blöd muss man eigentlich werden? Also, was hier momentan abläuft, das ist wirklich aller Ehren wert. Und mit was beschäftigen wir uns auf den Titelblättern? Mit dem Hoeneß-Prozess und mit dem Prozess gegen Christian Wulff wegen 720 Euro. Eine Timoschenko, die sich mit Milliarden bereichert hat, wird dagegen hofiert und Christian Wulff, der wird an die Wand genagelt wegen 720 Euro. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, was hier vonstatten geht.